Ja, Langeweile ist es, was den Markt offensichtlich im Moment umtreibt. Bewegt wäre das falsche Wort. Naja, gut, ein bisschen, er zuckt ja noch. So ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber tatsächlich ist es nicht so richtig erfreulich, was wir da gerade sehen. Auch wenn man zwischendurch mal den Eindruck hat, ja, vielleicht wird das Ganze ja doch noch was. Es ist aber schon sehr auffällig, dass eigentlich alle Richtungen, jetzt so gucken wir gerade mal auf den DAX, alle Richtungen, egal ob hoch oder runter, ob im kurzfristigen Bereich, also so Intraday jetzt hier heute am Nachmittag beispielsweise, können wir auch auf kleinere Zeitebene, 5 Minuten runtergehen. Alle Richtungen, ob hoch oder runter, es sieht blöd wackelig aus. Das ist Fachsprache aus der Erdbebentechnik. Nein, es ist halt irgendwie doof, weil keine klare Richtung. Wackelig heißt keine Entscheidung ohne Gegenbewegung. Ein gutes Beispiel haben wir hier. Das Teilstück, jawohl, ist eine Abwärtsbewegung. Die hat noch fast das beste Potenzial jetzt. Die hat zumindest vorne mal so ein bisschen was. Dann hatten wir hier eine ABC und dann hier noch so eine Geschichte. Bislang ist aber dieser Aufwärtsarm, den wir hatten, korrektiv gewesen, weil hier ist ein Rücksetzer und hier ist ein Rücksetzer und die sind überschneidend. Also der DAX hat jetzt eine gewisse Chance, wenn er jetzt den Popo hochkriegt, nee, völlig falsch, den Popo runterkriegt, eigentlich hier nochmal weiterläuft, dass man dann sagt, naja gut, dann ist es wenigstens ein bisschen besser auf der Abwärtsseite. Aber ein bisschen besser ist genau das richtige Wort, denn wenn ihr euch das anguckt, in der Abwärtsbewegung, von diesem Hoch sind wir bis hierhin in der Abwärtsbewegung. Auf jeden Fall, dann sehen wir diese Bewegung, okay, sehen wir diese Bewegung, überschneiden sich, dann sehen wir diese Bewegung, überschneiden sich, das Hoch ist höher als das Zwischentief, dann sehen wir diese Bewegung, überschneidet sich. Das heißt, diese gesamte Abwärtsbewegung, die wir hier haben, ist korrektiv. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist doch gar nicht so schlecht. Wenn das korrektiv ist, dann müsste der Kurs doch nach oben gehen. Ja, aber nach oben ist doch auch doof. Nach oben haben wir doch immer noch Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung ebenfalls. Also die gesamte Aufwärtsbewegung krankt doch im Moment. Das heißt, die Indizes sind im Moment wirklich in sich gefangen und bieten nicht wirklich eine Möglichkeit. Wenn man mich festlegen würde oder wenn ich mich festlegen sollte, würde ich beim DAX eher auf die Short-Seite gehen, wenn er hier noch ein bisschen weitergeht. Im Moment scharfe Abwärtsbewegung, A, B, C, nochmal eine. Das ist noch nichts Neues. Wenn er jetzt hier weiterläuft, dann haben wir eine realistische Chance. Oh, das ist zumindest mal dann nicht mehr korrektiv. Dann können wir bei der nächsten Korrektur zumindest mal nochmal wieder darauf setzen. Aber auch das ist nur ein Teilerfolg. Warum? Weil ja die Abwärtsbewegung per se mit den vielen Kursüberschneidungen davon zeugt, dass die Marktteilnehmer einfach keinen Bock haben. Ich weiß, es ist total unbeliebt. Man muss sich als Händler, zumindest mal, wenn man glaubt, irgendwas hier auf YouTube oder auf sonst irgendwelchen Kanälen bekannt gibt, immer natürlich auf eine Richtung festlegen und sagen, so passiert's. Aus meiner Sicht ist das nicht der Erfolg eines Händlers, sich immer festzulegen, sondern der Erfolg eines Händlers ist zu erkennen, was gerade die Stunde geschlagen hat. Und in diesem Moment ist gerade, dass die Käufer und Verkäufer sich nicht einig werden können für eine Richtung. Partiziell mal für einen kleinen Bereich, möglicherweise schon, so wie wir das hier angedeutet haben. Hier kann man ja sagen, okay, das ist vorne, zack, 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 so halbwegs fünffällig, dann die klassische ABC-Formation und dann irgendwie nochmal die Fortsetzung, meine Güte, aber immer nur so in kleinen Bereichen und auch Dreiweller wie diese sind ja korrektiv. Das heißt, wir haben gerade im Moment auf allen Ebenen im Moment beim DAX die schlichte Langeweile angesagt. Das ist beim Dow Jones gar nicht so großartig anders. Da ist sogar die Tendenz auch eher nochmal auf der Abwärtsseite, weil die scharfen Bewegungen sind eher runter, scharfe Bewegungen sind eher runter, scharfe Bewegungen sind eher runter. Und dann wackelt das immer wieder so hoch. Und wir sehen das jetzt. Wir wechseln mal auf den 5-Minuten-Chart. Ja, ist eine Aufwärtsbewegung. Super. Dann hat man endlich mal den Mut. Aufwärtsbewegung. Haben wir hier einen Rücksetzer, haben wir hier wieder einen Rücksetzer, ist wieder überschneidend, damit ist das Ganze korrektiv und damit nicht die wirklich tollste Haupttrendrichtung nach oben. Also eigentlich sind die Indizes, die zumindest mal jetzt die Blue Chips hier aus Amerika und aus Frankfurt, die sind eher nicht auf der tollen Stimmung nach oben. Das sieht man im kleineren und im größeren Bild, weshalb ich immer noch davon ausgehe, dass der müsste dann nochmal runtergehen. Jetzt haben wir eben gerade einen Trade hier, das ist das auf den Nasdaq als Trade des Tages ja auch tituliert. Ich habe das sowohl als Trade des Tages als auch als Nachricht hier für Born for Trading, für diejenigen, die es mitverfolgen. Aber auch da sieht man, ich will den jetzt gar nicht vorwegnehmen, guckt ihn euch einfach an.
sieht man, wie schwierig das im Moment ist, dass der Markt sich dann nicht so richtig festlegen will, auch der Nasdaq. Ja, super, Abwärtsbewegung, das lässt ja erstmal hoffen. Wir haben Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung. Jedes Mal gibt es die Überschneidung, Gegenbewegung, der ist höher als der. Ja, und auch intern ist das Ganze, ja, wenn man sagt, ja, aber hier ist wieder, ja, aber guckt euch das an, hier gegen, 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 gegen. Immer wieder diese Kursüberschneidung. Es ist ein Graus aktuell. Der Markt weiß nicht so richtig, wohin. Der Nasdaq ist allerdings derjenige, wo ich am ehesten noch sage, dass die Aufwärtsrichtung die bessere ist. Denn zumindest haben wir diese schöne Aufwärtsbewegung hier. Und diese Abwärtsbewegung ist ja noch sehr korrektiv. Sie ist auch tief genug gelaufen. Also wir sehen, wir haben unseren Lieblingsbereich hier erreicht. Das heißt, wenn ich mich für einen Index entscheiden müsste, für die Long-Seite, dann wäre es wohl der Nasdaq. Die anderen Kollegen sind wohl eher nicht auf der Long-Seite. Und das ist jetzt dann auch wieder so ein Punkt, wo man sagt, ja, aber ist das realistisch? Der eine steigt, der andere fällt. Ihr seht, wie zerrissen das ganze Geschäft im Moment ist. Eigentlich kann man nur abwarten, bis wieder mal irgendwo schön Wetter gemacht wird, bis endlich mal sich die Marktteilnehmer wieder auf eine starke Richtung festgelegt haben. Das kann temporär durchaus mal passieren. Das heißt, wenn ihr irgendwo eine starke Bewegungsrichtung seht, idealerweise, wenn sie dann durch eine schwache gekontert wird, dann hat man zumindest mal wieder den Eindruck, ah, okay, da kann man was draus machen, wenn man das sieht. Aber es ist häufig sehr schwer, weil der Markt dann vielleicht mal wie ein Stein plumpst, wie hier. Ja, aber das war es dann auch mehr oder weniger. Also da ist dann nichts mit von wegen wackelige Gegenbewegung. Ja, also zumindest mal nicht im eigentlichen Sinn. Wenn das an einem Tiefpunkt jetzt mal langsam passiert, das könnte jetzt hier bald ja mal der Fall sein, dann hätten wir wenigstens mal ein bisschen die Chance nach oben und die Hoffnung, dass der Kurs hier nach oben noch mal ein bisschen fortsetzt. Also, das Ganze sehr übersichtlich. Eine Trading-Idee, wie gesagt, auf den Nasdaq. Schaut es euch an, Trade des Tages, beziehungsweise bei Born for Trading. Ansonsten wünsche ich euch in diesem Moment erstmal mehr Geduld, als dass der Markt offensichtlich uns, oder so viel Geduld, wie der Markt uns es aktuell wohl abfordert. Und natürlich das glückliche Händchen, dann diese Dinge auch rechtzeitig zu sehen, um dann dabei zu sein, je nachdem in welche Richtung, aber um dann diese Dinge auch umsetzen zu können. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.